Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen wieder in unserem Format Naturmedizin. Schön, dass Sie wieder da sind. Und unser heutiges Thema ist Mikrozirkulation als entscheidender Aspekt für die Nährstoffversorgung unserer Zellen. Die Nährstoffversorgung ist wirklich wichtig für die kleinste Einheit in unserem Körper oder noch nicht mal die kleinste Einheit. Aber wir sprechen jetzt heute mit unserem Gast darüber, wie wir es begünstigen können und blicken überhaupt einmal hinein in dieses Universum der Mikrozirkulation. Ich freue mich aufs Gespräch. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir starten gleich. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Per. Schön, dass du wieder da bist. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Per, du bist Gesundheitsanalyst, Per Zeebergs, Gesundheitsanalyst und Inhaber des Cell Energy Zentrums in Mallorca. Auf Mallorca. Ja. Genau. Beschäftigst dich seit langer Zeit mit Technologien, die uns bei der Gesunderhaltung, bei der Prävention unterstützen und natürlich auch, wenn schon Krankheit eingetreten ist, also gesundheitliche Störungen, wie wir den Prozess wieder umkehren können. Und du beschäftigst dich vor allen Dingen mit neuen Ideen dazu. Du bist immer so ein bisschen Vorreiter, habe ich das Gefühl. Und die Dinge, die einfach noch nicht in der klassischen Medizin angekommen sind, leider Gottes, obwohl wir sie überall nachlesen können, das habe ich schon festgestellt bei dir. Und ich freue mich, dass wir dich in unserem Format haben. Vielen Dank. Danke. Mikrozirkulation ist heute unser Thema und der entscheidende Aspekt für die Nährstoffversorgung unserer Zellen. Also es ist ja wie Essen für die Zellen. Genau. Na, genau. Nährstoff- und Sauerstoffversorgung. Oh, Nährstoff- und Sauerstoffversorgung. Okay, genau. Mikrozirkulation, wo findet das denn überall statt? Also sage ich mal so, in der normalen Denkweise sagt man immer, das Blut, sagen wir, versorgt den Körper mit 8000 Liter Blut pro Tag ungefähr, größenordnungsmäßig pro Tag, das Leben lang, das ist schon eine ganze Menge. Und man wird davon ausgehen, das war es eigentlich. Aber das war es nicht. Das, von dem Blutfluss zu unseren Zellen hin, macht die Quantität von dem, was das Herz bewerkstelligen kann, nur ungefähr 26% aus. Mhm. 74% des Blutflusses, das hier jetzt ganz entscheidend wird, hat mit dem Herz eigentlich nichts mehr zu tun. Mhm. Und zwar, das ist so, habt zuerst die breiteren Arterien, die werden dann immer feiner, also beim Rückfluss dann die Venen, die werden immer feiner und das nennt man dann Kapillare. Und wenn man sie, wenn man jetzt die Kapillare mal unabhängig vom Körper mal abbilden würde, würde man eigentlich fast einen Schwamm erkennen. Aha, okay. Und der Schwamm wird zum Schluss so fein verästelt, dass 400 von den Kapillaren in ein Haar passen. Mhm. So. Und wo, wie wird dort das Blut transportiert? Und das Blut, sag ich mal, weiß man alles, ein Großteil ist Wasserbestandteil, idealerweise gute Sohle, richtigen pH-Wert, so zwischen 7,35 bis 7,44 und dann ist alles gut. Darüber hinaus, das darf nicht drüber, nicht runtergehen. Wenn man dort ein Problem hat, hat der Körper alle Regulationsmechanismen, um den pH-Wert dort zu puffern. Wenn es braucht, zieht er eben aus den Knochen Calcium raus, um das zu puffern. Das ist das Thema der Osteoporose, wobei da würde ich noch einen Aspekt dazu sagen. Den meisten Menschen mit Osteoporose gibt man Calcium. Das ist einer der katastrophalsten Fehler, die man machen kann. Weil bei 85-90% der Menschen liegt kein Calciummangel, sondern gar ein Calciumüberschuss vor beim Vorliegen von Osteoporose. Es liegt aber ein Mineraliendefizit vor, Kofaktoren, die nicht mehr dazu führen, dass die Calcium dort eingebaut wird, wo es braucht. Mhm. Und dann wird es irgendwie rückgeführt und dann in Kombination mit Cholesterin bildet dann Plaques. Das hat dann auch mit Blutzirkulation zu tun, Mikrozirkulation, bilden sich dann Plaques und dann ist der Blutfluss erniedrigt und das Blutdruck erhöht sich und so weiter. Aber jetzt kommen wir zur Mikrozirkulation zurück. Da gibt es eine glatte Muskulatur, die sorgt dafür, dass das Blut dann sozusagen weitergetrieben wird. Jetzt muss das Blut aber, damit dieses funktioniert, gute Fließeigenschaften haben. Mhm. Und jetzt haben wir, kennen wir ja den Begriff der Geldrollenbildung, wo die roten Blutkörperchen so ein bisschen verkleben. Mhm. Und das muss man um jeden Preis verhindern, weil diese verklebten roten Blutkörperchen haben keine Chance, durch die Kapillare zu kommen.
Und jetzt gibt es einen Sonderfall. Ich arbeite mit zwei wunderbaren Menschen zusammen in Palma. Die betreiben zwei Dialysezentren. Also sind die Top-Spezialisten vom Blut, die man sich nur vorstellen kann. 1996 beschäftigen sich damit. Die wissen ungefähr alles. Und die haben dann festgestellt, dass bei der letzten, beim letzten medizinischen Sonderprogramm, ich formuliere es mal bewusst so, dass sogar passiert ist, dass rote Blutkörperchen eckig wurden, quadratisch. Ach. Hä? Kann man sich das vorstellen? Nein. Ist die Wahrheit? Ist so. Also wir müssen gut gucken. Und wir haben im Blut zwei Transportsysteme. Das eine sind die roten Blutkörperchen. Die transportieren den Sauerstoff, können die aber auch nur, weil sie sehr viel Eisenbestandteile haben. Das nennt man dann Hämoglobin. Hem wird ja wieder hergestellt durch die Mitochondrien im Übrigen. Also gut, die Mitochondrien versorgen uns auch mit enorm genug dann Hämoglobin unterm Strich. Also dort ist unser Sauerstofftransport. Der andere Transport, der Nährstoff, findet statt über das Blutplasma. Mhm. So, jetzt muss ich eine gute Fließeigenschaft haben. Das habe ich nur, wenn ich gutes Wasser da drin habe. Was ist das beste Wasser? Hexagonal strukturiertes Wasser. Nur mit kurzen Befeldungen, wie mit den Technologien, wo wir haben, oder drum Trinken von hexagonalem Wasser, ja, kann man im Dunkelfeldmikroskop das verfolgen, mhm, wie sich die Fließeigenschaften optimieren. Also auch die Geldrollenbildung, ja, genau, wieder quasi entzerrt ja, oder? Und jetzt ist es so, diese, mit der Mikrozirkulation ist es da. Sagen wir mal, jetzt habe ich, ich muss es unterstützen, weil bei vielen Menschen funktioniert das nicht wirklich. Jetzt gibt es da Systeme wie die physikalische Gefäßtherapie von Behmer, gibt noch viele andere Systeme. Mhm. Und die tun da ihren Job, das muss ich sagen. Also da kann man, wir hatten mal in einem, bei uns in der Praxis, da habe ich damals mit einem Arzt zusammengearbeitet, einen Diabetiker, wo genau diese Zirkulation nicht mehr funktioniert, auch der Rückfluss nicht mehr richtig funktioniert. Und der hat dann Diabetikgemein gehabt, das war schon blau-schwarz. Und dem hatten sie vorher schon ein paar Zehen entnommen. Und dem wollten sie das Bein noch amputieren. Natürlich dumm, wenn du einer der größten Blumenläden in Kopenhagen hast. Mhm. Also ich muss jetzt wirklich sagen, durch ein paar Maßnahmen, da kam dann auch Akupunktur schon mal in 3D-Zelltuner-Technologien, bestimmte Nährstoffaustausche, haben wir es geschafft, ihm sein Bein zu retten. Die haben uns dann angerufen, was habt ihr denn mit dem gemacht? Okay, da muss ich Blutzuckerthemen natürlich auch adressieren und ansprechen, aber es ist heute alles machbar. Es ist nicht so, dass Diabetes unumkehrbar war. Mhm. Früher haben wir das fast gar nicht gekannt. Mhm. Jetzt sind wir 9 oder 10% Diabetiker und in Zukunft soll jeder Dritte, also man sagt heute, jeder Dritte ist heute schon Prädiabetiker und in Zukunft jeder Dritte Diabetes haben. Ja, entschuldige, dann mach doch was. Nicht nur drüber quatschen. Also wenn ich mit dem Gesundheitsminister so, haben die sonst keine Sorgen. Es wäre so einfach, das zu regeln. Man muss ja mal gucken, was man den Leuten zum Essen anbietet. Vielleicht müsste man da mal ein paar Verbote aussprechen, weil ich kann nicht jeden mit Giftstoffen vollstopfen, mit lauter Mitteln, wo im Prinzip versteckte Zucker mit drin sind, wo die Zuckerlevel sich verändern, wo die Insulinresistenz dann da ist und mich dann wundern, dass die Leute Diabetes haben. Das ist die Vorstufe zum Krebs. Ja, natürlich ist aber jeder Mensch auch ein bisschen selbstverantwortlich, ne? Was, ja, klar, womit das sich versorgt. Aber das wird ja alles zugelassen. Ich verstehe, was du meinst, natürlich. Okay, ja, aber gehen wir bei einer Mikrozirkulation. Also da habe ich jetzt die roten Blutkörperchen, mhm, hoffentlich genug, weil ich brauche eine gute Sauerstoffversorgung, um genug Energie zu haben. Und ich habe das Blutplasma. Jetzt unterstellen wir, das schafft es bis zu den Enden von den Kapillaren. Mhm. Jetzt kommt das nächste Problem. Und zwar, die Kapillaren, übrigens auch die Nervenleitung, haben keinen direkten Kontakt zu den Zellen. Das ist ein Zwischenraum. Mhm. Also die Blutplasma und die roten Blutkörperchen und die Nervenimpulse kommen nicht direkt an der Zellmembran an. Da ist ein kleiner Zwischenraum. Und dieser Zwischenraum gehört mit zum Bindegewebe. Und das Bindegewebe hat sehr viel Flüssigkeiten. Das nennt man Bindegewebsmatrix oder extrazelluläre Bindegewebsmatrix. Mhm. Das ist eine Flüssigkeit, auch wieder soleartig im Idealfall. Aber wir haben ein Problem, wir sind unglaublich überfüttert mit Giftstoffen. Aber auch Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden, Chloriden, Aluminium und so weiter. Glyphosat auch noch, wunderbares Thema. Und das Bindegewebe ist die Haupttransitstrecke für alle Transportwege im Körper. Mhm. Und es ist gleichzeitig auch die Zwischengiftmülldeponie. Also was wir jetzt nicht unmittelbar ausscheiden können über Stuhl, über Schwitzen, über Ausatmen und so weiter,
Das wird zwischengelagert in Bindegewebe und genau in dieser Bindegewebsmatrix. Jetzt habe ich da einen Haufen Gift, also Pathogene drin. Jetzt habe ich dort Schlacken drin. Jetzt habe ich da viele saure Moleküle drin. Was habe ich da für einen elektrischen Status? Da habe ich Low Battery. Habe ich gar keine Energie. Und jetzt müssen die roten Blutkörperchen und das Blutplasma und die Nervenimpulse müssen dort dadurch. Was kommt da an? Also muss ich gucken, dass ich dieses Milieu optimiere. Wie kann ich das machen? Okay, ich muss entgiften, mit welchen Möglichkeiten auch immer. Und ich brauche hexagonale Strukturen, will die selbstreinigend und entgiftend wirken. Und man sagt immer, hexagonale Wasserstrukturen sind der heilige Gral der Gesundheit, insbesondere im extrazellulären Zellmilieu. Und es gibt keine Krebsgeschichte, wo ich nicht eine Übersäuerung im extrazellulären Zellmilieu habe, also insbesondere in dieser Bindegewebsmatrix. Und wenn ich dort das falsche Milieu habe, verändert sich auch das Ionengefälle in der Zellmembran, damit auch die Zellmembranspannung, das Potenzial dort. Und dann funktioniert die Zellmembran, was das eigentliche Gehirn der Zelle ist, nicht mehr wirklich. Die wird nämlich dann zum Beispiel undurchlässig für Sauerstoff. Die wird undurchlässig für bestimmte Nährstoffe. Und wenn ich mich jetzt falsch ernähre, da haben wir heute ein völliges Missverhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6. Also das optimale Verhältnis früher in der Natur war so 2:1, 3:1, Omega-6 zu Omega-3. Ja, heute in vielen Nahrungsmitteln finden wir 100:1. Jetzt muss man nur wissen, Omega-6 ist entzündungsfördernd, Omega-3 ist entzündungshemmend. Jetzt hat aber Omega-6 auch noch die Tendenz, sich an der Zellmembran anzulagern und die dicht zu machen. Also das sind so viele Dinge zu berücksichtigen, aber ich muss, damit die Blutkörperchen und das Blutplasma da überhaupt hinkommen und dort eine Chance haben, durchzukommen, muss ich zuerst die Bindegewebsmatrix optimieren. Und das muss ich machen, indem ich die muss ich entgiften, entmüllen. Und da muss ich das richtige Milieu geben und die richtige elektrische Spannung. Und das machen wir durch die Technologien, die wir nutzen, also den Zelltuner. Da kriege ich unmittelbar die Körperflüssigkeiten in die hexagonale Struktur. Dann sind die selbstreinigend, führen diesen Mister ab. Und die Mikrozirkulation geht aber dann noch weiter. Jetzt ist es so, jetzt liefere ich Sauerstoff und Nährstoffe an der Zellmembran an. Jetzt unterstellen wir mal, die Zellmembran ist gut und erkennt diese Nährstoffe als die richtigen und lässt die auch durch. Ja. Jetzt kommen die rein, machen ihren Job und dann gibt es da Verbrauchstoffe nach der Verstoffwechslung und aus Sauerstoff wird dann CO2 gebildet und das muss dann wieder abgeleitet werden. Jetzt muss das aus der Zelle wieder raus, im Übrigen in der Zelle vielleicht sogar durch die äußere Membran von den Mitochondrien auch noch rein, also nochmal eine Barriere. Dann muss das wieder raus, wieder durch die Zellmembran. Aber wenn die zu ist, kommt die Verbrauchstoffe und CO2 gar nicht raus. Auch klasse. Also muss ich auch wieder gucken, dass da die Membranspannung genau die richtige ist. Und da kommt nämlich das raus, was raus soll. Mit unserer Technologie unterstützen wir den Körper, genau die Zellmembranspannung wieder zu haben, in allen Zellen und auch in den Membranpotenzialen der Mitochondrien, dass das optimal ist. Dass es einfach so funktioniert, wie es von der Natur vorgesehen ist. Jetzt kommt, sagen wir mal, jetzt kommt aber CO2 und die Verbrauchstoffe kommen raus. Jetzt kommt wieder die Bindegewebsmatrix, bevor ich an die Kapillaren andocken kann. Jetzt kommt wieder die Bindegewebsmatrix. Wenn da das Milieu jetzt wieder schlecht ist, weil das Volle war es ja auch schon schlecht, wie soll es denn hinten sein? Da kommt es da auch nicht durch. Dann lagert sich das dort noch an und verschlackt und vergiftet das ganze Milieu noch mehr. Also muss ich auch dort wieder gucken, dass das Milieu optimal ist in dieser Bindegewebsmatrix. Es gab mal einen hervorragenden Forscher, das ist leider gestorben, ich glaube letztes Jahr, der Professor Hecht, glaube mit 99 oder 100 Jahren ist er gestorben. Ja. Das war der Papst in dem Bereich. Und der hat, glaube ich, er hat gerade den Satz geprägt, man ist so alt wie ein Bindegewebe. Ich weiß nicht mehr, ob es er war, ob es ein russischer Forscher war, hat gesagt, man ist so alt wie sein Bindegewebe. Und das Bindegewebe ist ja auch das, was die Limitierung von Beweglichkeit bewirkt. Das Bindegewebe verfilzt. Und je mehr es verfilzt, umso stärker sind die Nährstoffleitungen, sagen wir, auch abgequetscht. Dann kommt nichts mehr an. Wenn im Bindegewebe die Nährstoffleitungen abgequetscht werden, dann reden wir auch über die Zirkulation, weil alle Nährstoffe werden in die Blutbahn weitergeleitet an die Zellen, kommt auch nichts mehr an. Da können sogar als Resultat innere Organe schrumpfen. Nur weil die nicht mehr beliefert werden. Na klar, ja.
Vorstellung. Da kommt nichts mehr an. Und das muss man von der Ursache bekämpfen, das muss man wieder aufmachen, sozusagen diese Verfilzung muss man rückgängig machen. Das geht auch. Ich meine, deshalb gibt es da die, wie sagt man da, es gibt so eine bestimmte Massagetechniken. Das hilft mir gerade. Es gibt so viele Massagetechniken. Ja, aber praktisch, um das Bindegewebe zu öffnen, die Verfilzung wieder rückgängig zu machen. Da gibt es diese Faszienrollen, genau, ja, okay. Um die Faszien wieder aufzumachen. Ja. Und wir haben aber Technologien heutzutage, das sind die Schumann 3D-Systeme. Mhm. Es gibt keine Technologie, die diese Faszienverfilzung wieder besser rückgängig macht. Und dann geht es wieder auf, oder zum Beispiel, kommen wir auch wieder zu Nährstoffleitungen und so weiter, sagen wir, wenn im Rückenbereich, wenn dort kein Platz mehr da ist, haben wir keinen Platz mehr für Nährstoffleitungen, die werden abgeklemmt. Mhm. Und dann muss ich die Ursache bekämpfen, ich muss Platz schaffen, ich muss die Verfilzung, Kristallisierung, die Verkürzung an der Seite beenden, dann geht es wieder auf, dann füllen sich die Bandscheiben wieder mit Zellwasser und haben die Pufferfunktion und ich habe diese Thematiken Bandscheibenvorfall und Nährstoffleitungen unterbrochen, so habe ich nicht mehr. Also es ist alles so ein komplexes Zusammenhang, aber sag ich mal, und ich muss halt auch gucken, dass die bei der Blutversorgung, dass die Nährstoffe, also die Blutleitungen auch frei sind, dass die auch elastisch sind. Cholesterin kommt ja nur ins Spiel, weil meine Nährstoffleitung, Venenarterien, wenn die nicht mehr elastisch genug sind, da fällt Elastin und Kollagen. Und dann bilden sich dort Risse. Dann muss man die reparieren. Wer macht das? Cholesterin macht das. Also Cholesterin ist im Anfangsstadium eine sinnvolle biologische Sondermaßnahme. Plaques bilden sich dann nur noch, wenn noch Calcium dazukommt. Aber die wahre Ursache muss man eben auch angucken, dass die Venen und Arterien, dass das alles gut funktioniert von der Elastizität. Gilt dann natürlich auch für die Kapillaren. Wenn die nicht mehr elastisch sind, geht gar nichts mehr durch, weil die so schmal sind, so klein sind. Und da muss man zum Beispiel, die Fibroblasten müssen da einen guten Job machen. Die sitzen auch wieder im Bindegewebe, weil die Fibroblasten, die produzieren Elastin und Kollagen. Und wie kriege ich die wieder auf Vordermann? Auch mit elektromagnetischen Frequenzen. Uns hat ein Professor Dart von einem Zellzentrum hat uns nachgewiesen, dass durch die elektromagnetischen Frequenzen wir verwenden, die Regeneration der Fibroblasten signifikant, nämlich um 25% verbessert ist. Oh, gut. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge, ja. Und dann habe ich eben, sagen wir mal, die elastischen und flexiblen Blutgefäße wieder. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Bluthochdruck oder so reden, dann geben die einem sofort Blutdrucksenker. Ja. Wäre es nicht schlauer, mal zu fragen, was könnte die Ursache? Vielleicht macht es Sinn, wieso wir einen hohen Blutdruck haben. Vielleicht müssen wir Giftstoffe loswerden. Vielleicht sind die Venen und Arterien nicht elastisch genug. Vielleicht haben sich da Plaques gebildet. Könnte ja alles was sein. Oder wir müssen jetzt mehr Sauerstoff irgendwo anliefern, weil da gerade ein Prozess abläuft zur Heilung oder Fixierung von irgendwas. Da brauchen wir mehr Energie, also müssen wir mehr Sauerstoff anliefern. Könnte ja irgendeinen Grund haben. Jetzt gebe ich mal blutdrucksenkende Mittel und dann warte ich mal ab, was passiert. Sag mal, geht's noch? Also, nee, ich komme manchmal nicht verstehe. Mit. Ja, ich auch nicht, wenn ich das so höre. Ich habe einen akademischen Grad in einer anderen Disziplin, nicht in Medizin, aber ich komme dann manchmal nicht mehr mit. Wieso bestimmte Dinge nicht gefragt werden, untersucht werden oder gemacht werden. Und sage ich mal, die beste Struktur, die wir haben können in allen Körperflüssigkeiten, wir haben ungefähr 25 davon, sind hexagonale Strukturen. Und das gilt genauso für die Blutbahn und dass die Mikrozirkulation gut funktionieren kann. Über diese Kontraktion dieser Glattmuskulatur nennt man übrigens Vasomotion. Habe ich vorher nicht gesagt. Und bei gesunden Menschen haben wir da eine Kontraktion von 10 bis 15 Mal pro Sekunde. Ist nicht so viel. Dann pass aber auf. Wenn es nicht gut ist, ist es reduziert zum Teil bis auf 3 Mal pro Minute. Ach du Schande. Was kommt da noch an? Da muss ich Impulse setzen, dass dieses System wieder funktioniert. Da brauche ich ein Reset im System. Und ein Reset kriege ich über die vitalen elektromagnetischen Frequenzen. Der Körper versteht diese Sprache. Auch Gedanken sind solche elektromagnetischen Frequenzen. Töne. Es gibt so viele Heilfrequenzen, also auch im Klangbereich. Da gibt es fantastische Versuche. Da hat die Frau von dem Dieter Bröers, die ist eine weltberühmte Wissenschaftlerin, die hat festgestellt,
dass über bestimmte Klangfrequenzen und eine bestimmte Klangdichte haben wir es geschafft, menschliche Zellen in 4 Wochen um 10 Jahre zu verjüngen. Nachweislich. Es gibt so krasse Dinge. In 4 Wochen? In 4 Wochen, ja. Kannst kein glauben. Da gibt es so viele klasse Dinge. Ja. Der Körper versteht alle Frequenzen. Das komplette elektromagnetische Spektrum. Zum Beispiel, um diese hexagonalen Strukturen zu optimieren und zu vergrößern, gibt es zum Beispiel neben dem Zelltuner auch nichts Besseres als Near-Infrarot-Frequenzen. Mhm. 850, 860 Nanometer. Also deshalb sind Infrarotfrequenzen der richtigen, sagen wir mal, Befeldungsstärke so optimal. Dann habe ich auch hexagonale Strukturen im Blut und habe optimale Fließeigenschaften. Und dann funktioniert meine Mikro, also das fängt von vorne bis hinten an, hat nur Vorteile und keinerlei Nachteile. Keine Nebenwirkung. Keine Nebenwirkungen. Die Sachen sind alle nebenwirkungsfrei. Das ist wichtig. Ja. Mhm. Ich bin immer mal wieder oder wie immer beeindruckt von unserem physischen Körper, ja, und von dem, was stattfindet. Und ich habe die tiefe Überzeugung, dass der Körper auch immer darauf ausgerichtet ist, sich selbst zu reparieren. Er braucht nur die richtigen Ressourcen, er braucht nur die richtige Unterstützung. Der hat ein Eigenprogramm, das heißt Selbstregulation. Ja, ja. Das ist immer auf Gesundheit ausgerichtet. Ja. Und ich habe hier mal eine Folie, das ist einfach so als Überbegriff. Man sagt heute, das Zauberwort der neuen Biologie ist Regeneration. Ja. Selbstregulation, Immunsysteme, Selbstheilungsprozesse, genau genommen müssen wir noch dazu sagen, Detox-Prozesse. Die finden aber nur statt, wenn wir richtig denken. Ja. Wenn wir auf der falschen Schiene sind, nämlich Stressreaktion, Fight-or-Flight-Modus, findet das alles nicht statt, weil das jetzt keine Rolle spielt. Es geht vermeintlich um Leben und Tod. Das findet nur statt, wenn ich im Alpha-Zustand bin und den Parasympathikus aktiviert habe. Das entscheidet aber mein Gehirn, ob ich in dem oder dem bin. Wie nehme ich bestimmte Situationen wahr? Der eine nimmt es lebensgefährlich wahr und der andere sagt, das ist eine schöne Herausforderung. Also es ist ein bisschen Bioindividualität. Aber Selbstregulation, Immunsystem, Selbstheilung kann alles regeln. Alles, alles, alles. Das muss man einfach mal kapieren, reparieren, erneuern, verjüngen, vervollkommnen. Also es kann sein, dass es nachher besser ist, wenn ich den Körper in die Situation versetze, das tun zu können und zu dürfen. Jetzt darf ich aber nicht jeden Tag mit Giftstoffen daherkommen. Ja. Und diese Giftstoffe werden eben über die Blutbahn ja auch transportiert in der Mikrozirkulation. Und die kommen eben auch an allen Organen dann vorbei. Insbesondere wieder Zirbeldrüse. Da kommen diese Giftstoffe auch vorbei. Und da muss man einfach mal ein bisschen nachdenken. Nachdenken, sich aufklären, ja, achtsam sein und wirklich auch ganz bewusst Entscheidungen treffen, eben wie man über bestimmte Dinge denkt. Du hast es jetzt vorhin noch angesprochen, das Bewusstsein ist relevant, wie wir über Dinge denken, wie wir damit umgehen und einfach einen anderen Weg wählen, wie wir damit umgehen. Und es reicht schon, wenn man einfach ein bisschen weniger fernsieht. Also nicht unsere Sendungen. Nee, aber da ist auch wieder ein Problem. Zum Beispiel, wir haben ja dieses Natursystem, Tagesaktivität, Regenerativ und Tiefschlaf, also Schlaf. Tagsüber altern wir, nachts über verjüngen wir. Ja. Wenn wir jetzt, und das ist der normale Rhythmus, bei Dunkelheit wird der Regenerationsmodus eingeschaltet, aktiviert. Ja. Jetzt gucken wir nachts noch lang Fernsehen. Ja. Jetzt hat dieses Fernsehen oder iPhone oder weiß der Teufel hat im Hintergrund Blaulichtanteile. Die sind eigentlich eine Katastrophe, weil sie den Tagesaktivitätsmodus einschalten. Das heißt, ich bin auf Tageslicht programmiert und dann habe ich Serotonin. Dann finden praktisch keinerlei Reparatur- und Regenerationsprozesse statt. Deshalb muss ich schon aufpassen, was ich dort tue. Blaulichtanteil ist sozusagen eine Lichtvergiftung, die wir bekommen. Die kriegen wir jeden Tag kostenlos nach Hause geliefert. Auch LED-Beleuchtung, ne? LED-Beleuchtung, sagen wir mal. Und nochmal, das LED, sagen wir mal, die neuen Glühbirnen, die jetzt gesetzlich vorgeschrieben sind, sind der Wahnsinn. Ja. Die haben Ausgasung von Quecksilber. Die haben Elektrosmog zum Teil 70-fache von einem Computer. Oh, und wenn die runterfallen, ist das Sondermüll, ist Quecksilber drin. Die alten, und die haben, sagen wir, diese Blaulichtanteile, Lichtfrequenzen, die uns auch noch schaden. Ja. Die alten Wolframbirnen, die waren in jeder Hinsicht nur super. Die hatten alles das nicht. Aber das ist die neue Gesetzgebung. Ja, aber eben, wir haben es alle selber in der Hand, was wir kaufen. Das ist gesetzlich vorgegeben. Ich kannte da in Stuttgart einen, der war ein großer Händler, der hat Hunderttausende von alten Glühbirnen noch gekauft. Und hat gesagt, neuen Mist will ich nicht. Ja, genau.
Richtig. Aber nichtsdestotrotz, ja, es gibt für alles Möglichkeiten. Und ja, wenn ich halt dann mit der Kerze mich am Abend beleuchte. Wunderbar, oder? Wunderbar. Genau. So war es früher auch so. Auch da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Bienenwachskerzen. Übrigens noch interessant, wenn du Kerzen sagst. Ja? Und zwar diese Nier-Infrarot-Frequenzen, die so gesund sind von uns, von der Sonne. Wo gibt es die auch? In der Kerze? Im Feuer. Ach, im Feuer, ja. Also die Menschen früher in der Evolution, die waren tagsüber draußen an der Sonne. Und dann sind sie in die Höhle gegangen und dort hat sie ein Feuer. Und dieses Feuer hat diese Nier-Infrarot-Frequenzen, die extrem gut sind für einen. Schön, sehr gut. Guter Schlusstipp noch. Die Kerze durch das künstliche Licht zu ersetzen oder auch das Kaminfeuer. Wunderbar. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank, Peer, wieder für den Einblick diesmal in das Universum der Mikrozirkulation. Ja, wo, an welchen Stellen das alles wirksam wird und was wir auch beachten können oder was wir tun können. Wenn sich die Leute weiter informieren möchten, können sie dich kontaktieren. Und dann bist du immer gerne behilflich. Ja, vielen Dank. Gerne. Auch Ihnen sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren und sich für Ihre Gesundheit interessieren oder beziehungsweise für das, was in Ihrem Körper jeden Tag und ohne Ihr Zutun geschieht und wie wir es auch positiv beeinflussen können oder positiv unterstützen können. Seien Sie also weiterhin wachsam, achtsam und liebevoll zu sich und Ihrem Körper mit Ihren Gedanken, auch unter anderem mit Ihrem Bewusstsein, und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, um sich hilfreiche Informationen zu holen auf unserem Kanal. Schön, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie. Bis zum nächsten Mal.